Leo, es war ein unglaubliches Spiel. Der neutrale Zuschauer war wahrscheinlich begeistert. Wie sieht es in deiner Seele aus nach so einer Partie? Ja, jetzt nach dem Spiel, wenn wir 4-3 gewonnen haben, bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber klar, heute Zuschauer im Stadion oder daheim auf der Couch, ich glaube, das war ein Freitagabend, wie man sich den wünscht. Noch besser ist es, wenn wir am Ende gewinnen und unsere FC-Anhänger glücklich machen können. Wir haben gezeigt, wer hat mehr Hunger und wir haben mit Junke gesprochen und wir haben gesagt, wir wollen Europa League spielen nächste Saison. Ich glaube, das war ein geiles Spiel und ein geiles Sieg. Peter hat gesagt, jetzt oder nie, alles auf eine Karte, dass es so ein offenes Visier gibt. Hast du das erwartet? Nein, natürlich wussten wir, dass Werder Bremen sehr, sehr konterstark ist. Sehr, sehr eiskalt auch und wir haben aber zu Hause gespielt. Wir wissen, dass wir in der Lage sind, mehr Tore zu schießen als der Gegner zu Hause. Dass wir hier zwei Spiele, glaube ich, verloren haben in der ganzen Saison und von daher nicht ins offene Visier gerannt sind, aber schon sehr, sehr risikoreich heute das Spiel angegangen sind. Und zum Glück hatten wir das glückliche Ende, hatten zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung, was wir ein bisschen leicht aus der Hand gegeben haben. Aber jetzt im Endeffekt, ob du mit zwei Toren mehr gewinnst oder mit einem, drei Punkte gibt es nur und die haben wir heute eingefahren und das war sehr, sehr wichtig. Noch zwei Spiele für unseren Traum. Peter, für den neutralen Zuschauer war es ein Wahnsinnsspiel. Wie war es für dich? Ja, war es für mich auch, aber natürlich alle Höhen und Tiefen, die man so hat. Und von beiden Seiten unfassbare Moral im Spiel. Es war richtig geiles Fußballspiel. In den ersten 5 Minuten war es mit das Lauteste, was ich hier in den letzten Jahren gehört habe, was von den Rängen kam. Wie nimmt man das auf dem Platz wahr? Ja, genau das wollten wir eben provozieren, mit unserer Spielweise das Publikum mitnehmen. Und das ist uns richtig gut gelungen. Wir sind richtig gut in die Partie gestartet und konnten eben so die Ränge mitnehmen. Und das hat unserem Spiel auch gut getan. Ja, wir haben direkt gezeigt, wir wollen direkt voll drauf gehen. Und mit Hilfe von Fans ist ein bisschen ist mehr einfach. Deswegen ich bedanke mich unsere Fans. Sind jetzt die letzten Meter in dieser Saison. Hast du damit gerechnet, dass man sich in so einer Ausgangsposition spielen kann? Am Anfang der Saison schon. Dann hatten wir viel Verletzungspech, haben uns trotzdem unsere Punkte eingefahren und haben jetzt noch 2 Spiele zu spielen und stehen auf dem internationalen Platz. Von daher müssen wir jetzt alles reinwerfen und wollen unseren Traum natürlich erfüllen, auch für die Fans, für die Stadt. Und dafür sind noch 2 Spiele, 2x90 Minuten, länger wird es nicht gehen. Und da müssen wir alles reinwerfen und hoffen, dass wir am Ende da stehen.